Vorbereitung auf die Rede, Attacken auf Karteikärtchen. Begriffe wie Scheinheiligkeit stehen drauf. Und der FDP-Fraktionsvorsitzende meint damit CDU-Innenminister Strobel. Der will die Mautdaten für die Verbrecherjagd nutzen, obwohl er früher dagegen war. Und er meint den grünen Verkehrsminister Herrmann, denn sein Ministerium ließ prüfen, ob man Autokennzeichen von Dieselfahrzeugen beim Verstoß gegen ein Fahrverbot erfassen dürfe. Eines ist klar, Sie sind keine Komplementärkoalition, auch keine Kiwi-Koalition, sondern Sie sind die Koalition der scheinheiligen Datensammler, meine Damen und Herren. Doch Innenminister Thomas Strobel wehrt sich gegen den Vorwurf der Scheinheiligkeit. Das ist ein Beschluss des Deutschen Bundestags gewesen, aber nicht der Berg Sinai. Und wenn die Welt sich ändert, kann sich auch die Politik ändern. Und dann kann man ein solches Gesetz ändern. Und dann muss es doch erlaubt sein, darüber eine Debatte zu führen. Die SPD wirft den Grünen Doppelmoral vor, Mautdaten für die Aufklärung von Verbrechen abzulehnen, aber gleichzeitig zu prüfen, ob man Autokennzeichen beim Feinstaubalarm erfassen kann. Das sei ein Widerspruch. Wer den Widerspruch nicht erkennt, der, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Die Grünen haben mit dieser Aktion letztlich jede Glaubwürdigkeit im Bereich der Bürger- und Freiheitsrechte eingebüßt. Sie halten uns wohl ja nicht so für so blöd, ja? Für so blöd, meine Damen und Herren, dass wir zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten die automatisierte Kennzeichenerfassung einsetzen. Sorry. Ein Verstoß gegen das Fahrverbot wäre schließlich nur ein einfaches Verkehrsdelikt. Das Ganze sei ein Sturm im Wasserglas, so Ulis Gerl, innenpolitischer Sprecher der Grünen. Bei der Nutzung der Mautdaten aber habe man den Bürger versprochen, die Daten nur für Abrechnungen von Lkw für die Autobahnnutzung zu verwenden. Dennoch verschließe man sich einer Debatte nicht. Bei den Grünen sei der Datenschutz auf jeden Fall in guten Händen. Von Doppelmoral könne keine Rede sein.